Jubelrufe nach dem famosen 6:0 Auswärtssieg bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach sind noch nicht richtig verhallt. Doch es sind auch schon Mahnrufe zu hören, denn auf die Würzburger Kickers wartet am Sonntagmittag vor heimischer Kulisse eine richtig schwere Aufgabe. Mit dem FC Ingolstadt kommt der aktuelle Liga-Zweite und einer der großen Aufstiegsaspiranten an den Dallenberg. Kehren zu den Top 3 Platzierungen erstmal. Kehren in der Heimtabelle Top 3, Auswärtstabelle Top 3. Die haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten Tore bekommen, haben seit 13 Spielen nicht mehr verloren. Ingolstadt ist auch so etwas wie eine kleine Kickers-Filiale. Denn mit Peter Kurzweg, Tobias Schröck und Kanica Elva kicken mittlerweile gleich 3 Ex-Rothosen für den FCI. Aber auch andersherum gibt es Verbindungen. Jeff Saibene etwa war in Bielefeld einige Monate Trainer von FWK-Kapitän Sebastian Schuppan. Maximilian Bräunig schnürte in der letzten Saison für die U19 des FCI die Fußballschuhe. Der 19-Jährige hat nach seiner Torpremiere letzten Montag prompt einige SMS von seinen Ex-Kollegen bekommen und freut sich auf das Duell am Sonntag. Ich glaube, es ist immer was Besonderes, dann gegen einen Ex-Verein anzutreten. Wie gesagt, ich kenne noch viele Spieler und Betreuer, die mir auch gestern gratuliert haben, noch vom letzten Jahr. Es wird, glaube ich, ein schönes Erlebnis auch für mich persönlich. Einer, der ebenfalls in Groß-Asbach schon sein persönliches Erlebnis hatte, ist Saliou Sané. Gerade mal 4 Minuten Anlauf benötigte der 27-Jährige nach seiner Einwechslung für sein erstes Kickerstor. Und wenn möglich, soll das nächste schnell folgen. Man will natürlich als Schirmer immer Tore machen, aber wenn es dann auch eine Vorlage ist oder einfach ein Sieg, ist es auch okay. Das freut einen natürlich auch und das gibt einem auch Kraft für die nächsten Wochen. Der gebürtige Hannoveraner ist einer von 3 Winterneuverpflichtungen der Kickers und hat noch so einiges am Dalle vor. Ich denke, wir wollen einfach eine erfolgreiche Rückrunde noch spielen. In jedem Spiel 100% geben. Am besten jedes Spiel mit 100% bestreiten. Und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Und den Abstand natürlich nach unten zu vergrößern. Die Stimmung in Würzburg ist nach dem 6:0 in Groß-Asbach jedenfalls prächtig. Und Kickers-Trainer Michael Schiele hat mittlerweile vielleicht gar ein kleines Luxusproblem. Mit Sané, Bräunig und Dominik Baumann, die alle in Groß-Asbach getroffen haben, sowie Luca Pfeiffer, der nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder spielberechtigt ist, stehen gleich 4 treffsichere Stürmer zur Verfügung. Ich freue mich drauf. Ist doch schön, wenn man dann aus so einem breiten Spektrum für 2 Positionen dann auch entscheiden kann vorne oder vielleicht nur eine, wenn wir ein anderes System spielen. Aber die brennen und hat uns auch gefehlt dann auch. Und jetzt haben wir es. Aber es muss eine Nachhaltigkeit da sein und das wird es auch. Doch Vorsicht! Ingolstadt kommt mit beeindruckenden Zahlen im Gepäck an den Dalle. Die letzte Niederlage kassierte der FCI Mitte September bei den kleinen Bayern. Seither ist er in 13 Spielen in Folge ungeschlagen. Mit 45 Toren stellt der FCI die zweitbeste Offensive, mit 25 Gegentreffern zudem die drittbeste Defensive. Ingolstadt ist ein Top-Team, was schwer zu bespielen ist. Da wird es natürlich einiges von uns abverlangt, aber wir sind gut vorbereitet. Wir freuen uns auf das Spiel. Das Hinspiel hat die Ingolstadt klar mit 3:0 gewonnen. Am Sonntag aber wollen die Rothosen die Punkte am Dalle behalten.